7. Nein, falsche Richtung. 3. Und 9. Genius. Oh, schöne Maske. Hallo. Etwas rausgefallen als meine anderen Masken. Für meine Sammlung. Der nächste Maskenball kommt bestimmt. Jetzt aber raus hier. Nein! Der Fels da oben, komme ich über das Tor. Nein, warum? Oder war das das Ding, was ich klauen musste? Nee, oder? Ich bin hier noch nicht fertig. Warte, oh. Warte mal. Gott, oh, Feuerpfeil. Die Pfeile und alles sind so selten, ich habe echt das Gefühl... Schloss knacken. Nee. Da draußen ist nur ein Außenbereich, da will ich jetzt erstmal nicht hin. Wäre wahrscheinlich einer der vielen Alternativwege gewesen hier rein. Okay. Puh, kurz mal speichern. Dann gehen wir nochmal hier nach oben. Ach nee, hier soll ich hin. Okay. Wie oft kann ich diesen Move machen? Ah, unbegrenzt, wie es aussieht. Warte mal. Warte mal, warte mal. Lass uns mal kurz... Ne, 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 ne. Ah, schade. Die zeigen mir nicht meine Zwischenpunkte an. Spielefortschritt? Nee, das ist was anderes. Knacken wir trotzdem mal dieses Schloss, um die Kopie einfach nochmal mitzunehmen. Oh, was mich auch interessieren würde. Was? Was? Wer war das? Hat irgendjemand die Leiche entdeckt? Das klang so vorwurfsvoll gerade eben. Das muss Lygroves Fälschung sein. Aber eine verdammt gute. Die lässt sich zu Geld machen. Ah, sehr schön. Was für eine dramatische Musik. Ich glaube, ich verschwinde lieber schnell. Sachen auf dem Tisch. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Ja, das tust du. Okay. Oh, die Frau will ich aber nicht kaputt schlagen. Die ist mir zu schade, was? Kann ich doch nicht einfach machen, versteht ihr? Aber ich bin so gierig, ich bin so gierig. Mach mal langsam, mach mal langsam. Ich hätte nur die große Angst, wenn ich den Wächter kaputt haue, dass dann die Dame früher oder später das vielleicht sehen wird. Wo ist dein Wertzeug, Madame? Komm mal. Hallo! Ich will die echt nicht K.O. schlagen. Mach mal langsam. Oh, ein Vogel. Wurde er aufmerksam? Nein. Ich finde auch lustig, wie man voll deutlich meine Schritte hört. Aber es scheint niemanden zu stören. Jesus. War da gerade eben rechts oben in meinem Bildschirm. Sah voll creepy aus. Wer bewacht die Wachhunde? Okay. Diese Aussage kennen wir ja. So eine typische. Wer bewacht die Überwacher? That's deep, man. Nein, 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 nein. Auf. Zumachen sollst du. Das ist mein Fluchtweg. Aber wenn ich ihn benutze, gibt es kein Zurück mehr. Danke für den Hinweis. Dann schauen wir uns zuerst noch ein bisschen um. Gott, ich bin so klein.
Wenn ich aufstehe, bin ich kaum größer, als wenn ich... Oh, Haarbürste, geil. Ich kann wirklich bald meinen Friseurladen öffnen. Geiler Scheiß. Thief, der Friseurladen-Simulator. Sonst irgendwas anderes? Nein, okay. Bevor ich aber abhaue, sacken wir hier nochmal alles ein, was geht. Mit einem Wasserpfeil in die Flammen direkt reinschießen. Das wäre auch mal was. Okay, ich glaube, viel mehr geht hier nicht. Ich könnte noch an die Schubladen da hinten gehen. Ich glaube, das wäre so ziemlich das Einzige, was wir hier noch wagen könnten. Wer war das? Shit. Gut zu wissen, also mein schneller Move wird auch Vögel und alle möglichen Viecher, auf mich aufmerksam machen. Okay, es ging nicht anders, wir mussten schnell flüchten. Schnell raus da, bevor die uns irgendwie hinterherkommen konnten. Keine andere Wahl. Stadthaus. Weißt du was? Ich möchte nochmal kurz raus. Really? Nochmal aufbrechen? Das ist doch gerade eben aufgebrochen. Ich wollte gucken, ob da sind doch solche, überall solche Kisten und so. Kann ich da nicht irgendwie draufklettern? Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Ich bin jetzt so voller Panik da aus dem Fenster rausgesprungen. Nee, sieht aber hier... Ach, guck mal. Abriegelung. Ja, Ausgangssperre, das wissen wir auch. Türen wurden geschlossen, da werde ich wahrscheinlich nichts Neues hier erfahren. Oh, jetzt fällt mir gerade auf. Guck mal da links. Ich glaube, bei meinem Lichtkristall links unten. Die grüne Leiste ist meine Lebensleiste und die andere Leiste... Ah ja, genau. Wenn ich das F benutze, dieses Fokus-Dingens, dann wird das verbraucht. Aber es scheint sich nicht zu regenerieren. Interessant. Na gut, aber ich werde versuchen, es nicht allzu oft zu benutzen. So. Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich habe gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Es geht nichts über diese Stadt, was? Die Straßen haben schon so viel Mist erlebt. Gott. Brände, Seuchen. Du vergisst den Krieg. Die Sache mit Blackbrook, oder? Das war doch gar nicht... So viele Typen. Aber wenn unsere Nachbarn erfahren, was hier los ist, kriegst du deinen verdammten Krieg. Gott, und die Musik. Pure Anspannung. Ohne Scheiß? Ja, Mann. Oh, bitte, Herr. Dann hat er sich angeschissen. Tut mir leid, Mann. Befehl des Hauptmanns. Er sagte, stellt euch unter das Fenster dieser Frau am Färbermarkt. Die mit dem Gesicht, das hässlicher ist als die Nachtfinster. Seht so, dass sie lächelt. Verdammte Flegel. Die Schwermut soll euch holen. Damit hätte sie allen einen Gefallen. Pass auf, jetzt holt sie ihren Nachtjob. Ihr habt ja euren Spaß. Diese Blitze machen mir gerade so ein bisschen Angst. Alle jammern wegen des Kriegsrechts, aber keiner verlässt die Stadt. Weil die Tore verriegelt sind, Idiot. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Mehr gibt's nicht. Das scheint hier alles verriegelt zu sein, komplett. Oh, das ist dumm. Das ist dumm. Hier ist direkt eine Fackel. Ansonsten scheint es hier nichts zu geben, kein Weg irgendwie nach oben oder so. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, auf den Straßen unterwegs zu sein oder auf den Dächern. Ich halte mich erstmal hier. Oh shit. Nicht die Shift-Taste. Ich kletter erstmal nach oben und versuche mir von hier oben so ein kleines Bild zu verschaffen, wo ich überall hingehen könnte, sonst noch so. Das sind aber ziemlich viele Wachen.
Und sieht ja auch nicht aus, als ob wir hier noch irgendetwas zum Aufsammeln oder Absahnen hätten da unten. Mich blinkert nichts fröhlich an. Aber schau mal, da oben. Kleines Experiment, ich speichere kurz. In der Hoffnung, dass ich von keinem Checkpoint oder so anfangen muss. Schaffe ich den Sprung? Ja! Geil! Oh, das ist aber nichts zum drüber klettern, oder? Das dachte ich nämlich zuerst. Komme ich da hoch? Dammit! Okay. Zurück hierher. Und, boah, vorsichtig. Alles hier total glitschig. Oh, sieht das aber cool aus. Auch wenn die Tropfen so ein bisschen laggend aussehen. Aber trotzdem sehr geil. Hübsch, hübsch, hübsch. Texturen, auch von der Qualität her. Gut, es ist sehr dunkel, das Spiel. Da sieht man nicht so viel. Aber trotzdem, was ich hier so bisher sehe. So mal als kurzes Zwischenfeedback. Vom Feeling und von der Atmosphäre her finde ich das sehr, sehr geil. Hier ein Seil, also falls ich irgendwie untenrum gelaufen wäre. Okay. Aber das scheint hier echt nur so ein Bereich zu sein zum schnell durchlaufen. Oh, okay, cool. Du hast das Ausnutzen der Umgebung allen anderen Mitteln vorgezogen, Opportunist. Ausnutzen der Umgebung klingt cool. Also Jäger, glaube ich, wäre dann sowas wie töten, alle töten oder möglichst viele. Nein, lösche 9 Flammen, ich habe 8 von 9 gelöscht. Dammit. Stiehl alle Beuteobjekte 85%, ja, das war klar. Da habe ich ja die ein oder andere Gasse so ein bisschen übergangen. Ich hätte gedacht, ich hätte jetzt weniger. Deutlich weniger Prozent eingesammelt, aber 85% klingt eigentlich ganz gut. 41 Minuten. Oh, gar nicht mal so schlecht. 2 Folgen, Leute, für euch. Sammlerstücke 3 von 4. Ja, wahrscheinlich, weil ich dir eine Gasse übersehen habe, ne? Gefundene Beute, ja, 8 Gegenstände. Taschendiebstähle, geknackte Schlösser. K.O. Verdacht erregt 1. Ah, schade. Einmal, ja, das war das eine Mal, als ich so schnell geflüchtet bin. Obwohl? War das eine Mal? Oder war das, als ich den einen Typen da, als ich das gefailt habe beim Schlossknacken? Ich habe zwar neu geladen, aber zählt es dann trotzdem zum Fail-Stand? Weil sonst könnte ich ja einfach an jeder Stelle ständig neu laden und es wäre absolut kein Problem. Und Phantom ist wahrscheinlich einfach, wenn ich mich gar keinen Verdacht errege und gar nichts mache. Okay. Ich nehme einmal an, wenn das hier uns so eine schöne Übersicht gibt, dass wir jederzeit später irgendwann mal auch das Level wiederholen können. Fortfahren. Gucken wir, was als nächstes passiert. Wir bleiben gespannt. Denn wer im Schatten lebt, kann unerwünschte Aufmerksamkeit leichter vermeiden. Vergesst das niemals, meine Freunde. Cooles Hintergrundbild übrigens. Schaukästen aktualisiert. Okay. Bin ich jetzt in meinem Versteck? Der Glockenturm. Sehr cool. Nein, nicht schleichen. Das sieht hier so vertraut aus. Guck mal. Coole Nebeleffekte. Oh, der Nebel dreht sich mit der Kamera mit. Geil. Okay. Oh. Kann ich mich selbst bestehlen? Hier ist im Moment nichts gelagert. Ah. Wasserpfeile. Nö, also bisher haben wir noch kaum etwas eingesammelt. Dann will ich erstmal nichts ablegen. Scheint aber auf jeden Fall tatsächlich unser Lager zu sein. Ah, hier, guck mal. Die Windungen des Todes. Das ist der Armreif, den wir gefunden haben. Hier kommen dann wahrscheinlich alle Bilder hin. Unser kleines Mini-Versteck hier. Ich musste gerade eben kurz ruhig sein. Unikate. Ach genau, das war die Halskette und die Maske.
Was bringt es jetzt, dass wir das Normale und die Fälschung eingesammelt haben? Unser Dieb hat ja gesagt, oh, das wird garantiert Kohle einbringen. Oder muss ich keinen Hehler oder sowas finden? Jennifer. Basso im verkrüppelten Burrik. Hört sich nach einer Taverne oder sowas an. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu sehen? Irgendwelche extra Lagerräume oder irgendetwas? Gar nichts. Zum Einsammeln natürlich nichts jetzt, weil es ja unser Versteck ist. Aber sonst nichts. Okay. Schön. Gut, meine Freunde, aber bevor wir hier weitermachen mit der nächsten Mission, würde ich sagen, geht es dann weiter in der nächsten Aufnahme. Falls euch das neue Let's Play hier gefällt, vergesst nicht, ein kleines Däumchen nach oben zu geben. Dadurch finden mehr Leute zu meinem Kanal und mehr können sich vielleicht auch Thief angucken. Und außerdem freue ich mich und das hält mich motiviert und sagt mir außerdem auch, dass ihr weiter mehr vom Let's Play sehen wollt. Ich persönlich habe auf jeden Fall großen Spaß daran. Sehr atmosphärisches Spiel. Ich kann es natürlich zu den alten Thief-Teilen jetzt nicht vergleichen, weil ich die nicht wirklich gezockt habe. Außer ein bisschen Deadly Shadows gesehen. Aber rein von der Stimmung und Atmosphäre her, ich habe ja auch weniger kommentiert als sonst, habt ihr sicherlich auch selbst gemerkt. Einfach weil das richtig schön immersiv ist. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Na gut, meine Freunde, es ist schon fast 4 Uhr morgens. Wahrscheinlich genauso wie im Spiel hier. Lassen wir das mal hier langsam einem Ende zuleiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Thief. Tretet leise. Das war ein geiler Abschluss, oder?